Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Dead Space. Jo. Wir haben jetzt gerade eine Überlebende gefunden. Ist die Frage, ich weiß jetzt nicht, war es jetzt eine Freundin oder nicht. Ich blick ja nicht ganz durch. Aber ich glaube, ich bin ja nicht der Einzige. Ihr könnt es ja vielleicht mal in den Kommentaren erklären, wer es jetzt sein soll, falls wir sie denn schon kennen. Auf jeden Fall, wir sollten ihr jetzt folgen. Und das machen wir mal, ne? Reparaturen, Zutritt nur für autorisiertes Personal. Falsch, wir müssen das Teil. Der Sender ist im Lagerraum neben dir. Ich glaube, ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren. Warte kurz. Okay, hab hier nichts Besseres zu tun. Sie geht nur in Deckung. Baum fällt. Ich nehme an, wir können sie nicht retten, oder? Doch. Alles okay. Ich hab dir gerade den Arsch gerettet. Könntest du ja mal Danke sagen. Mädel. Es gibt sowas wie Danke. So, jetzt werden wir mal auf was. Ja, sie hat ein bisschen Lebensenergie verloren, wie wir an ihrem Rig sehen. Nein. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Nein. Nein. Brav, sei brav, sei brav. Was habe ich dir getan? Blödes Viech. Alles okay bei dir? Antworte mir nicht. Diese Frauen aus der Zukunft. Nein, sie hat Priorität. So, jetzt haben wir es. Sie scheitern. Wir scheitern. Wir scheitern. Ja, wir haben verkackt. Nicole ist... Ah, das ist Nicole. Wer ist Nicole? Ich weiß nicht, wer Nicole ist. Setzen Sie die Sekundärfeuer-Modi Ihrer Waffe ein, um neue Kampfstrategien zu entdecken. Ich weiß ja nicht mehr, was der Sekundärmodus ist. Also, bei welchen? Bei dem Plasma-Cutter-Dings ist halt eben so schräg. Genau, wir können ja mal probieren, was, das, was der für einen Sekundärmodi hat. Ich glaube, ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren. Das ist nett. Vor allem, wenn wir dann mehrere haben, das ist perfekt. Boah, ich treffe einfach die nicht, das ist das Problem. Hier sind wir relativ gute Position, glaube ich. Das war jetzt dumm. So, Nicole, wie lange brauchst du eigentlich dafür? Du brauchst ewig. Na, ja, okay, wir können es selber nicht machen, also wollen wir mal nicht so sein, ne? Tschüss. Zwei Schuss noch? Ja. So, jetzt wird es langsam brenzlig, glaube ich. Ja. Bam, 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 bam. Jetzt mit dir. Jetzt mit dir. Jetzt mit dir. Alles okay. Klappt doch, ne? Alles läuft alles wie geschmiert. Hey, wir haben noch das da. Wer will, wer will. Die Tür ist nicht entriegelt, Isaac. Ich kann nicht zu dir kommen, aber ich werde einen Weg finden. Ich liebe dich. Ich glaube, das ist die Freundin. Das hier wird bald vorbei sein. Okay. Ich glaube, du bist trotzdem nicht mehr ganz bei dir. Nichts gegen dich. Lauf einfach über die Gegner. Sind ja nur deine alten Kameraden. Lauf. Ja. Wartungslager. Auch noch nicht mehr. Ich wollte es hier nicht einfach in den Raum schmeißen, damit Aufgabe erfüllt. Was haben wir jetzt gemacht? Isaac. Hey, ich hatte eben kurz dein Signal verloren. Ich habe mir Sorgen gemacht. Wie ich sehe, hast du den Sender. Dann also auf zum Schiffdeck und bringe ihn da an dem Asteroiden an.
Ich habe die Flugbahn mehrmals durchgerechnet und wenn wir ihn bald abfeuern, stehen die Chancen ganz gut, dass er einen sicheren Abstand erreicht und senden kann. Immer noch kein Zeichen von Hammond. In dem Zustand, in dem er war, glaube ich nicht, dass er noch lebt. Nicht gut. Ja, ich sagte doch, es gibt einen Level 4 Anzug. Sub, Inventar ist voll, jetzt nicht mehr. Schema, Anzug Level 4, das ist toll. Jetzt müssen wir wahrscheinlich dafür einiges verkaufen. Ja, wir haben ja noch ein paar Waffen im Safe, ne? Zap, Inventar ist voll. Ja, hau ab. Können wir das Ding vielleicht nachladen? Ich blick da nicht durch. Das ist 3, das ist 2, das ist 1, das ist 4. Ist ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Anstatt von im Uhrzeigersinn 1 bis 4 zu machen. Nö. Wir müssen es durcheinander machen. So, und oh, jetzt müssen wir jetzt wieder zurück. Das wird ja hübsch. Warum können wir nicht da einfach kommen? Das ist nicht weit. Stell dich auf das Geländer, springen, wollen wir laufen. Nein, also ich brauch's kompliziert. Wie immer. Ah, danke. Und jetzt müssen wir wieder an den Viecher vorbei. Wo? Nein. Eigentlich müssen wir dann nur. Er kann sich natürlich nicht dagegen lehnen, wo es irgendwo einfach sicher wäre. Aber okay. Wait. Nein. Böses Viech. Wir wollen dich nicht. Einfach rumrennen, als wäre alles okay. Hier ist das besser. Oh, das ging die sowieso besser. Dieser Modus. Also kann man die besser erwischen. Na komm, öffne dich. Ja, komm. Ey, da ist immer noch ein. Hey, Medikit. Nein. Ja. Nein. Stets die Sicherheitsausrüstung zu tragen. Okay, machen wir. So. Dann speichern hier. 6,5 Stunden haben wir schon dieses Let's Play. Dürfte bald wirklich fertig sein. Muss ich auch sagen, dass ich da relativ froh drüber bin, wenn es zu Ende ist. Weil irgendwie ist nicht so meine Art Spiel, glaube ich. Hau ab. Ist da ab und zu ganz lustig. Also lustig, ist ganz schön. Also es ist ein nettes Spiel, ein gutes Spiel. Aber irgendwie habt irgendwie in letzter Zeit nicht so eine Lust, deswegen haben wir auch ab und zu immer wieder Ausfall. Das finde ich ja auch blöd, ne? Ha! Bisschen blöd gelaufen, ne? So, welche Ebene müssen wir denn jetzt? Ich will erstmal ganz nach oben. Ich habe Zugang zum Aufzug des Schirf unterwegs. Es war eine Sicherheitsabschottung, obwohl ich bezweifle, dass es ihnen geholfen hat. Da du jetzt den Sender und den Schlüssel hast, solltest du herkommen. Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten. Du wirst sie deaktivieren müssen, bevor du ihn starten kannst. Okay. So, bevor wir aber jetzt dahin gehen, da werden wir erstmal nach ganz oben und versuchen, unseren neuen Anzug zu kaufen. Wäre ja ganz nett. So, und dann müssten wir nämlich gleich auf dieses Viech treffen. Auf dieses... Ich bin unzerstörbar und besiegbar und töte dich immer, wenn ich will. Viech, das wir eigentlich eingefroren hatten, aber es wurde wahrscheinlich von diesem komischen Typen befreit. Oh, fuck. Naja, wir haben so viel Munition für das Teil, das dürfte nicht so gravierend sein. Speicher... Na, wir müssen noch nicht immer speichern, nicht alle 2 Sekunden. So, Shop. Herunterladen, Schema, Anzug Level 4. Anzug Level 2, 3, 4. 4 sieht ja hammer gut aus. Safe. Strahlenkanone verkaufen brauchen wir nicht. Ja. Laserkanone verkaufen brauchen wir nicht. Ja.
Was bringt uns denn noch einiges? Wovon haben wir zu viel? Oh, jetzt wird's blöd. Wir können den Flammen. Wir werden jetzt auf jeden Fall nicht draufkommen, aber wir können versuchen, möglichst viel zu Medipix verkaufen. Ich nö. Den kann ich mal verkaufen. Luftkanister brauche ich für 1000 oder nicht. Stasepack. Stasepack haben wir für 2500. Ja. Energielaserkanone. Brennstoff. Da braucht man nicht so viel. 21.000 Pulsprojektile. Das liegt überall rum. 24.075. Energiekanone. 26.325. Plasmakata. Also wir brauchen mal 35. Wir brauchen eigentlich alle. Wir brauchen jetzt den Rest brauchen wir wirklich. Ich habe jetzt schon ganz schön viel reduziert, aber. Rest brauchen wir echt. Naja, wir müssen jetzt ein bisschen kaufen. Vielleicht finden wir ja noch was, was wir verkaufen können. Das wäre ja schön. Da ist zum Beispiel was. Plasma-Energie, die brauchen wir einfach nur echt. Werkbank, haben wir Energieknoten geschafft? Nano-Schaltkreis reparieren. Nein, haben wir nicht. Was können wir eigentlich bei der? Kapazität, Tempo, Schaden. 11 Minuten 30. Wir können eine kurze Folge machen. Ja, wir machen einfach mal eine kurze Folge. Naja, ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, dass es euch gefallen hat und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer GCG.